Good morning in the morning. Heute ist es wirklich noch früh. Ja, heute ist immer wirklich morgen. Ja, heute ist morgen. Ansonsten erzählen wir das nur immer. Ja, wenn wir einen Monat früher unterwegs wären, wäre es jetzt noch dunkel, ne? Ja. Heute geht es um Weltreise, Krankheit und ja, wie macht man das, wenn man auf der Weltreise krank wird? Hält man das einfach durch? Überlebt man? Ja oder nein? Vielleicht. Bitte nicht beides ankreuzen. Das ist ja auch einfach nicht so wild. Ja, wir hatten heute Neuschnee. Wir haben den 7. April. Ihr merkt schon, bei uns sieht das alles immer ein bisschen anders aus. So, wohin wollen wir denn? Gehen wir einfach mal gerade. Gehen wir mal gerade her. Das, was wir noch können. Um diese Uhrzeit. Ja. In diese Uhrzeit sieht unser Nest noch ganz verschlafen aus. Ne? Ja, ja. Völlig anders als um 12, weil da ist ja niemand auf der Straße. Da ist ja niemand auf der Straße, ja. Das stimmt allerdings. Nee, also was wirklich, man hat ein bisschen so das Gefühl, dass man leiser sprechen muss als sonst, weil ja die Häuser keine Fenster wirklich haben. Das hört sich für euch jetzt komisch an, aber hier hört man wirklich jeden Menschen, wenn er irgendwie rumläuft. Wenn er in seinem Haus niest. Genau, wenn er in seinem Haus niest. Nee, aber es wirkt heute sehr, sehr entspannt und vor allem friedlich an Karfreitag. Ja. Finde ich. Und mit dem neuen Schnee, ja, macht was. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Weltreise, Krankheit. Das ist ja so ein Thema, da wird ja eigentlich nur über die Weltreise-Krankenversicherung auch gesprochen. Das machen wir auch, aber eben nur zu einem kleinen Teil. Mhm. Der größte Teil ist an sich, wie geht man damit um, was macht man, was kann man machen und was klappt einfach nicht. Also, wenn du dich auf Weltreise befindest und du bist ein Jahr, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, so wie wir unterwegs, dann ist es einfach vollkommen normal, dass du auch mal krank bist dabei. Dass du auch mal krank wirst. Also, dass irgendwas in deinem Körper verarbeitet werden will. Und ja, da musst du drauf reagieren. Ja. Jetzt bist du natürlich erstmal in einem Land, wo du dich nicht auskennst. Das ist ja so das Erste. Mhm. Dann weißt du gar nicht, was für ein Gesundheitssystem haben die überhaupt. Oder haben die eher ein Krankensystem, ja. Also das dich weiterhin oder noch mehr krank macht, als eigentlich das ja so üblich sein sollte. Mhm. Also wir sind teilweise in Krankenhäuser reingekommen, da wo du am liebsten wieder rückwärts raus wärst. Ja. Also ich fand, also das ist schon vor der Weltreise mal gewesen in Polen, gehend Richtung ukrainische Grenze, war das damals in Krankenhaus. Wenn wir weiter rechts gehen. Dann wird es ein bisschen leiser. Ja. In ein ukrainisches Krankenhaus und das war wirklich Wahnsinn. Also man hat sofort so ein unwohliges Gefühl gespürt. Man hat gemerkt, okay, du brauchst jetzt zwar was, aber du bist dir nicht ganz sicher, ob du es hier brauchen solltest. Ja. Dann bist du in einen riesigen Saal gekommen mit 10, 15 anderen Leuten. Dann ziehst du dich vor den anderen komplett nackt aus. Oh, okay. Weil du... Also das war nicht der Wartesaal, wo 15 Leute gewartet haben, sondern es war wirklich der Behandlungssaal. Nee. Ja, richtig. Ich hatte einfach nur... Ich hätte einfach... Ein Antibiotika, uiuiui, das ist glatt heute. Ja, ist wirklich glatt. Ich hätte einfach nur ein Antibiotika benötigt, mhm. Weil ich ja schon wusste, dass eine Krankheit, die ich mitgebracht hatte nach Polen, noch nicht zu Ende war. Okay, ja. Und ich hätte ein Anschlussmedikament gebraucht. Und ja, keine Chance. Mhm. Das war ein abartiges Ding, sag ich dir. Das war nicht mehr feierlich. Also in jegliche Körperöffnung musste was reingeschoben werden. Oh je. Ansonsten waren die Leute nicht glücklich. Und du hast dir gedacht gehabt, Alter, wo bin ich hier? Ja. Und dann habe ich mich damals dazu entschlossen,
ich hatte einen Übersetzer dabei aus dem, also aus dem Kurs, wo ich damals war, also oder den ich geleitet hatte. Und der konnte halt eben beide Sprachen sehr gut. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt. Also es bringt mir nichts. Erstens kriege ich nicht das, was ich will. Und zweitens, also ich fühle mich hier leider sexuell belästigt. Ja, es war so. Und also ja, egal, ob der jetzt einen Kittel trägt oder nicht, oder die Frau, ja, klar. Das ist, ne, also es geht hier um eine Medikamentenverschreibung und nicht darum, dass du mir 17 Mal ein Analfisting bereitest. Oh je. Also das ist ja, also das war schon ein bisschen over the top. Also deswegen sage ich ja, auf einer Weltreise krank zu werden und du hast eine Auslandsreisekrankenversicherung, die bewahrte ich ja erst nicht mal vor dem System. Mhm. Ne? Ja, die sorgt ja nur dafür, dass du das aktuelle System vor Ort erstmal überhaupt nutzen kannst. Ne? Ja, absolut. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist dann ja nochmal eine andere Frage. Aber du kannst eben da ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen. Und ich finde, es ist irrsinnig krass, erstmal den Unterschied zu sehen, was ist Notfallmedizin und was ist Heilungsmedizin. Dass du sagst, also diese zwei Punkte erstmal grundlegend zu unterscheiden. Ja. Weil es gibt ja dieses, also die Notfallmedizin ist in den meisten Ländern ungefähr ähnlich. Ja. Dass man sagt, okay, da ist eine offene Blutung, die wird halt auch in irgendeiner Art und Weise, wird die gestillt. Mhm. Ja? Also das bringen die schon hin. Ein Herzinfarkt wird in irgendeiner Art wird in irgendeiner Art behandelt. Mhm. Ne? Man muss natürlich dann sagen, wenn wirklich drastische Unfälle sind oder ähnliches, dann gibt es natürlich Länder, in denen hast du halt einfach mal grundlegend verloren. Ja. Das liegt vielleicht gar nicht so sehr an den Ersthelfern, sondern dass es diese halt gar nicht gibt. Ja. Dass du sagst, dass es gibt Länder. Es gibt ja Länder, in denen gibt es ja die Rettungssanitäter gar nicht. Ja. Da gibt es ja dann die, ja, zum Beispiel Flying Angels, also die fliegenden Engel, die machen dann so einen Tageskurs. Mhm. Das hat sich immer ein bisschen so angefühlt. Ich war bei der Berg- und Höhlenrettung und da weiß man ja auch immer nicht so, oder man glaubt immer so wenig zu wissen, dass man auf jeden Fall eh niemandem helfen kann. Und also weil man halt diese Notfallmedizin selber, diese Indikationen ja gar nicht gelernt hat, komplett. Und so ähnlich, denke ich, muss es auch, oder in einer extremeren Form, muss es dann eben auch diesen fliegenden Engeln gehen, wie jetzt zum Beispiel in Thailand, wo du dann einfach sagst, okay, die sammeln halt erstmal die Kaputten ein und bringen die dann in die Krankenhäuser. Ja. Ja, also so ähnlich stelle ich mir das vor. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du gerade mit einer großen, klaffenden Wunde rumliegst und dann kommt halt jemand her, der zwar ein echt sozialer Typ ist, aber der halt... Ja, dich einfach mal wegkratzt und so wie du bist, irgendwo hinlagert, wo du sagst, also dadurch ist es gerade nicht besser geworden. Ja. Also der spachtelt dich erstmal runter. Also das ist so das eine. Das funktioniert sogar noch relativ gut, wenn du ein Tourist bist. Mhm. Der Einheimische bleibt ja dann eh meistens liegen. Ja. Weil der hat ja nicht genügend Geld zum Bezahlen. Bei Touristen sind sie eigentlich immer ganz heiß drauf, weil die können ja auch ordentlich bezahlen. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, auch wenn es jetzt stark besiedelt ist, jetzt der asiatische Raum zum Beispiel, der ist ja stark besiedelt, also ist der Ersthelfer auch schneller da. Mhm. Gibt es ja auch viele Gebiete auf dieser Welt, die ja erstmal, ja. Ja, wenn du jetzt allein sagst, hier in Schweden, ja. Du bist jetzt noch ein bisschen weiter draußen als wir, also der nächste Arzt von uns, der tatsächlich offiziell sich Arzt nennen darf auch,
Der ist 25 Kilometer entfernt. Das geht noch. Ja, aber der wird dich ja, wenn Notfall ist, ja niemals hierher kommen. Nee. Also selbst wenn du zu dem hinfährst, das ist er ja nicht bei da. Dem ist ja, oder das ist ja so ein Ärztehaus und das schwedische System ist ja so aufgebaut, dass du dort ja nicht anrufen kannst, um zu sagen, da ist ein Notfall. Klar, du kannst jetzt, es gibt ähnlich wie bei uns auch eine Notfall-Hotline sozusagen, 112, glaube ich sogar auch die gleiche Nummer hier. Ja, weiß ja, nicht das genau. Glaube ich die gleiche Nummer. Aber ansonsten müsst ihr ja beim Arzt anrufen, eine Mitteilung hinterlassen. Und dann rufen die dich irgendwann zurück und fragen, was du denn willst. Und das kann einem, bis zu 3 Tage dauern. Und das kann ein unhöflicher Ton sein, der dir die Haare wegföhnt. Also das ähnlich stimmt, wie in Deutschland. Ja. Ne? Und das Spannende ist ja, dass du sagst, okay, wenn du jetzt einen Notfall hast, eine Notfallindikation jetzt hier, dann ist es ja so, dass der von Örnsköldsvik kommen muss, also von Övik, das sind 69 Kilometer. Ja. Und wie gesagt, wir sind hier noch relativ eingebettet. Also wir haben ja auch, wenn du jetzt sagst, die Region um Wilhelmina oben rum, dann kann es ja sein, dass du teilweise so ja, rund einen Tag halt auf dem Arzt 200 Kilometer hast, bis überhaupt der Nächste erstmal, der Bescheid kriegen könnte, losstarten kann. Also und wenn du jetzt sagst, du bist in der Mongolei oder also wirklich in einsamen Gebieten, ja. Dann sieht es ja noch mal ganz anders aus. Also wie arg musst du an sich auf dich achten erstmal? Mhm. Also das ist ja so das Erste, worum es eigentlich geht. Ja. Wie arg musst du auf dich achten? Der zweite Punkt an sich, den finde ich noch viel beträchtlicher. Wie arg haben Ersthelfer eigentlich ein Leck-mich-am-Arsch-Gefühl? Ja? Also ich war da auf einem Projekt, gehend Richtung Spanien, unterwegs, wo ich als Steinzeitmensch 3300 Kilometer gelatscht bin. Und da habe ich vor einer Erste-Hilfe-Station Pause gemacht und habe mich an die Wand angelehnt. Auf jeden Fall ruft da jemand an für einen Notfall. So, jetzt war da aber Siesta. Ja, da hast du verloren. Da hast du verloren. Da ist halt jetzt Siesta, kannst du auch nichts machen. Ich meine, was wärst du halt in einer anderen, also in einer anderen Phase verunglückt. Ja, hättest du selber die Zeit wählen können für deinen Unfall. In der Siesta schläft man und ist nicht mit dem Auto verunfallt. Ganz einfach. Ja. Fertig. Ja, das weiß halt jeder. Wäre auch nichts passiert. Ja, jetzt hätte ich entspannt, wäre nichts passiert. Ja, der hat da 30 Minuten lang durchgeklingelt, das war echt jedem scheißegal. Der war neben dem Hörer. Oh, krass. Also das bedeutet ja erstmal, dass es ja trotzdem ein bisschen anders ist, ja. Das gesamte System, als jetzt, was man erstmal so denkt. Mhm. Ne? Also, dass man sagt, ja, das ist halt einfach normal, man wird halt einfach immer geholt. Nee, wirst du nicht. Ja. Und das ist jetzt nur mal der... Das war jetzt Europa, ne? Das war jetzt Europa. Ich finde, überleg dir mal, wenn ihr mal in Moldawien oder in Rumänien oder Bulgarien etwas passiert wäre. Ja, damals hatte ich ja in Moldawien sogar, hatte ich ja dieses Problem, dass durch unseren Wanderanhänger, den wir ja dabei hatten, und ich hatte ja diesen Wanderanhänger mit dem Hüftgurt umgeschnallt, also du ja auch. Ah ja, stimmt. Aber ich hatte ja den Rucksack noch oben drüber und dann war es ja über Wochen und Monate so elendig warm, dass man, also war ja super auf die eine Art, aber auf die andere Art hat es natürlich dazu geführt, dass man einfach immer durchgeschwitzt und immer nass war. Dann hat sich ja die Haut irgendwann so aufgerieben, dass so richtig offene Wunden an den Hüftkämmen links und rechts waren. Dann musste ich ja dort auch zum Arzt. Bestimmt, und ja. Wobei man sagen muss, also diese Stadt, da war man unsicher, ob man dort was zum Essen haben will. Weil das hat von der Hygiene her, ja. Alles komisch ausgesehen. Aber jetzt beim Arzt selber drin, das hat ja ganz normal ausgeschaut eigentlich. Ähnlich wie man sich eine Arztpraxis in Deutschland auch vorstellt. Also ich muss ja immer wieder sagen, man ist ja überrascht von den Ländern, wenn man die Schmutzigkeit sieht draußen, ja. Wie arg sich ja dieses Antibakterielle durchgesetzt hat. Das stimmt, ja. Weltweit. Ja. Also dass man sagt, also... Wenn sich ein Patient wohlfühlen soll, dann muss ich
wenigstens den Anschein erwecken, als wäre es antibakteriell. Ja. Und die haben ja damals sogar, weil das war ja so ein bisschen so dieser Gedanke auch, oh je, ein Nachteil bei der Weltreise- oder Auslandsreisekrankenversicherung ist ja, dass du immer erstmal bezahlst selber und dann von der Versicherung das Geld zurückbekommst, wenn du natürlich die Belege und so weiter alles nachweisen kannst. Und ja, da hatten wir ja so ein bisschen Angst, oh je, machen die das überhaupt? Bekommt man da die entsprechenden Unterlagen, dass das überhaupt wieder zurückbekommt? Und dann hatten wir ja gefragt. Ja, noch geht's, aber es wird warm. Dann hatten wir ja gefragt, ob das eventuell möglich wäre, dass man es einfach, aber wir machen eben dieses Projekt und sind eigentlich auch ohne Geld unterwegs. Ah ja. So. Kameraarm ist auch gleichzeitig Kleiderständer jetzt hier. Ja, ja, ja. Kurzer Kleiderständer. Und dann haben die das ja wirklich gesagt, ja, okay, dann wir haben eh gerade Pause. Dann schmeißen wir dich einfach rein. Ich habe ja so Klammerpflaster und so dann drauf gekriegt. Ja, das war ja Wahnsinn. Und das war ja also eine viel freundlichere und zuvorkommendere Behandlung eigentlich, als man es jetzt in Deutschland bekommen hätte. Absolut. Also ich fand auch, dass diese Freundlichkeit einen vor allem in der Region echt überrascht hat. Ja. Wo du gesagt hast, boah, damit hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Mhm. Ja, also dass das, es gibt ja immer so Dinge, mit denen man rechnet und mit denen man nicht rechnet. Ja. Ne? Und das war jetzt zum Beispiel etwas, wo man einfach gesagt hat, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Ja. Andersrum hatten wir ja auch ein Beispiel, wo ich mal in Österreich auch wegen einer Verletzung ins Krankenhaus musste. Mhm. Und da hatte ich ja dann auch gesagt, dass ich eben eine Auslandsreisekrankenversicherung hatte. Und das war ja bei uns so. Und das ist ja an sich auch für Weltreisen, vor allem wenn sie lange unterwegs sind, zu empfehlen, dass man eben nur noch die Reisekrankenversicherung hat, weil sonst zahlt man ja sich dumm und dämlich. Ja, ja, ja. Und jetzt war es so, dass es ja vollkommen okay war. Also ich hätte ja diese ganze Behandlung, und habe ich ja später auch gemacht, eben mit dieser Auslandskrankenversicherung abdecken können. Aber man musste die Ärzte dort ja regelrecht dazu überreden, weil die haben ja gesagt, ach, das ist nur eine Auslandskrankenversicherung, da flicken wir sie jetzt notdürftig zusammen, dann gehen sie zurück nach Deutschland, brechen ihre Reise ab und machen da den Rest über ihre normale Krankenversicherung. Also, und ja, eigentlich ja nur, weil ich gesagt habe, es gibt gar keine normale Versicherung, sondern ich bin eben mit dieser Reise jetzt unterwegs und ich habe auch keine Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukommen, haben die ja irgendwann gesagt, ja, okay, dann haben wir wohl keine Wahl, dann müssen wir sie jetzt doch behandeln. Ja, das war ja wirklich gegen einen absoluten Widerstand, ja, wo man dann nur erklärt hatte, und das kann ja nicht jeder, dass du sagst, das ist das längste, der längste Spendenlauf der Welt. Also da sind wir 45.000 Kilometer jetzt schon zurückgelegt, zu Fuß und ohne Geld. Und wo sie das dann recherchiert hatten im Netz, dann haben sie sich dazu bekniet, und haben gesagt, ja, okay, dann kriegst du die OP trotzdem. Mhm. So, dann gehst du da erstmal in Vorleistung. Ne? Also da gab es ja dann dieses Riesen-Hack-Mack, musst du das jetzt erstmal vorab bezahlen oder macht es die Versicherung. Genau. Und dann konnten wir das aber so abklären, dass die Versicherung das direkt macht. Das war ja kein Problem. Das war kein Problem. Nee, nee. Wo sie dann die Zusage hatten, dann war es wieder, ja. Dann war es wieder okay. Dann hatte ich ja so das gegenteilige Problem, und das ist ja auch, wo man ein bisschen drauf achten muss in verschiedenen Ländern, die Abrechnungsmodelle, wie mit Krankenkassen oder wie die Ärzte von den Krankenkassen bezahlt werden, die sorgen ja auch so zum Teil dafür, wie man behandelt wird. Also in Österreich damals war es ja so, dass die bezahlt wurden nach der Anzahl der Tage, die ein Patient im Krankenhaus verbracht hat. Was man in dieser Zeit also macht... Also man muss es anders sagen, also die größte Summe fiel aufs Tagegeld. Mhm. Also für jeden Tag, wo du drin bist, gab es eine Pauschale. Und für die Operationen gab es deutlich weniger Geld, deutlich, deutlich weniger als Geld jetzt in Deutschland zum Beispiel. Und dadurch, also zumindest mutmaßlich deswegen, haben die dann ja nach der Operation bei mir gemeint, dass ich auf jeden Fall erstmal Blutverdünnungsmittel brauche, damit ich, weil ich ja jetzt im Krankenhausbett liege und mich nicht mehr bewege, keine Thrombose bekomme. Was natürlich total kontraproduktiv ist. Für eine Wundheilung. Für eine Wundheilung. Und natürlich vor allem die Anzahl der Tage verlängert, die du einfach da liegst und nichts tun kannst.
Und ich finde, man darf das schon noch selber entscheiden. Das finde ich auch. Und man hat es ja auch dann. Also am Anfang war man ja durch die Narkose noch so benebelt, dass man gesagt hat, ah, Spritze. Und dann beim zweiten Mal, wo man ein bisschen wacher war, hat man gesagt, was wollen Sie mir da nochmal einspritzen? Blutverdünnung. Also ein Geringungshemmer. Also ein Geringungshemmer, weil Blutverdünnung in dem Fall wäre ja einfach zum Beispiel Natriumchlorid gewesen, also Kochsalzlösung, was ja das Blut verdünnt in Form von mehr Wasser beifügen. Genau, mehr Kochsalzwasser. Aber die Blutverdünnung, die so, oder Blutverdünner, wie wir sie so nennen, sind in erster Linie ja alles Gerinnungshemmer. Das heißt, das Blut kann nicht trocknen, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt, was natürlich auch bedeutet, eine gerade frisch durch die Operation entstandene Wunde kann nicht verheilen. Das Problem danach war ja, dass wir ja begonnen haben zum Recherchieren. Ja. Weil wir gesagt haben, naja, wenn du halt viel im Notfallbereich mitgearbeitet hattest, dann wirst du skeptischer. Ja, ja. Weil du siehst ja, was passiert. Ne? Absolut. Wenn du jetzt mit der Medizin an sich nie einen Kontakt hattest, dann bist du ja erstmal, ist ja klar, das ist ja kein wirtschaftlicher Komplex. Ja, jeder, der in dem Bereich, denke ich mal, gearbeitet hat, weiß, wenn da AG wie Aktiengesellschaft vorne dran steht, ne, haben die finanzielle Interessen. Die Aktionäre wollen halt auch ihre Dividenden haben. Ist halt einfach ganz normal. Ja. Da gibt es halt keine Frage. Und deswegen haben wir da auch mal nachgeschaut. Und das Spannende war, dass es dazu eine Statistik gab mit den unterschiedlichen Operationstechniken. Gleich viele Patienten, was operiert wurden in Deutschland oder in Österreich, und dass 3,1% eine höhere Todesrate in Österreich vorherrschte als in Deutschland. Mhm. So, das war das eine. Das sind ja jetzt einfach nur mal lustige Daten vom Datendieter. Das war irgendwann, wo wir halt da dort waren. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wann. Auf jeden Fall haben wir das nachgeguckt. So, umgekehrter Art und Weise war sehr spannend, weil es für manche Operationen in Deutschland deutlich mehr Geld gegeben hat, als in Österreich. Sind da, waren es Gebärmütter oder waren es Blinddärme? Ich glaube, Gebärmütter in Deutschland, Blinddärme in Österreich. Genau, Blinddärme hat man, glaube ich, mehr Geld in Österreich verdient. Und anhand dessen, was man dafür bekommen hat, waren das dann auch immer so relativ, in Anführungsstrichen, die häufigsten Operationen. Ja. Das bedeutet, wenn man das auf 100.000 Personen, also von Deutschland oder Österreich gerechnet hatte, hatte man einen immensen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, währenddessen es ja nicht sein kann, dass da mehr Blinddärme kaputt sind, beziehungsweise bei uns mehr Gebärmütter entfernt werden müssen, ja, sondern man kann das dann, man spricht ja von dem sogenannten R-Wert, Wahrscheinlichkeit, kann man dann davon ausgehen, dass da die Motivation, das eher zu tun, also finanzieller diese, Natur und nicht heilerischer Natur an sich war. Ja, also könnte man vermuten auf jeden Fall. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wie, wenn das bei uns schon so ist, wie arg ist es dann noch in anderen Ländern? Mhm. Ja, also wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt noch mal ein Stück weiter, gehend Richtung Amerika, Afrika, Lateinamerika. Also was passiert da? Ja, also in Lateinamerika hatte ich damals eine Situation aufgrund von der Nahrung und ich glaube irgendwie falschem Wasser oder sowas, wo ich glaube 14 Tage mir also nur die Seele aus dem Leib gekotzt und geschissen habe. Ja. Wir haben dann in der Zeit in so einer kleinen Pilgerherberge und ich war einfach nur noch fertig. Und es gab nichts, wo man dahin hätte gehen können, was einem wirklich geholfen hätte. Das Einzige war tatsächlich ein Apotheker, der hat mir irgendwie eine komplett blaue Flüssigkeit verschrieben oder empfohlen. Die konnte man im Supermarkt kaufen.
Geil. Und ich habe keine Ahnung, was das war. Aber es hat geholfen. Aber das hat geholfen, ja. Das war das Einzige, was geholfen hat. Es gab einmal auf einem Pilgerweg, gab es so eine Wassersäule, die extra im Pilgerführer stand, von trink da raus. Okay. Und alle Einheimischen wussten, sobald du da raus trinkst, bist du fällig. Aber Hauptsache, es steht schön in dem Wanderführer. Jeder Pilger muss einmal da raus geschnorchelt haben. Ich denke, der lacht sich bis heute noch kaputt. Und da war es damals. Wahrscheinlich hat der da damals draus getrunken und hat gesagt, so eine Scheiße, ich will nicht der einzige Depp hier sein. Ja, ja. Ich empfehle das jetzt jedem anderen, dass es denen genauso scheiße geht. Dass es denen genauso scheiße geht. Auf jeden Fall war es da so, eben auch mit einem Apotheker. Es waren natürlich so viele Leute, denen Spei übel war. Mhm. Also wirklich. Die sind angestanden, 40 Leute. Wow. Vielleicht war es auch der Apotheker, der das ausgeschrieben hat. Das kann natürlich auch sein. Und da hat dann jeder auch so eine orangene Flüssigkeit gekriegt. Man muss wirklich sagen, nach 2 Tagen war das wieder weg. Du. Also es hat sich so angefühlt, als würde es nie wieder weggehen. Mhm. Da war eine Pilgerfrau, die war so Mitte 60 bis 70, 65 denke ich. Die hat auf den Gehsteig gekackert, ja. Weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Scheiße. Einfach Hose runter und volle Gas. Ach, und Alter, nur, dass man mal weiß, wie extrem das da damals war. Also ich hatte ja gedacht, mein Arsch hat geglüht wie von den Pavian. Das war schon. Das ist halt auch so ein Thema, wenn du jetzt da draußen in der Wildnis bist. Mhm. Ne? Und wo wir dann gemerkt haben, boah, heute geht's echt nicht. Und du musst halt bei 40 Grad Celsius im Schatten dann im Zelt dich auskurieren. Ja. Das ist halt schon echt hardcore. Oh ja. Das muss man sagen, also das geht an die Substanz. Das ist ja nicht so, wie wenn du zu Hause jetzt krank wirst und dann sagst du so, dann bleibe ich den Tag heute im Bett liegen und schaue mir ein bisschen Serien an. Das ist es ja überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Nee. Waschen wir nochmal kurz. Mhm. Also ich finde sogar ganz im Gegenteil. Also auf der unserer Weltreise-Wanderung war ja eigentlich die Medizin, die wir immer probiert haben und die auch am besten geholfen hat, weitergehen. Genau. Ja. Also es war ja immer, wenn man gemerkt hat, mir geht's heute scheiße, am liebsten würde ich jetzt einfach liegen bleiben. Das ging ja normalerweise nicht, weil du hattest ja immer Übernachtungsplätze für einen Tag oder du warst an irgendeinem Zeltplatz, wo du nicht bleiben konntest, weil du hattest nicht mehr Nahrung als jetzt für den einen Tag. Ich fand zum Beispiel, wo du ins Krankenhaus gekommen bist. Ja. Und ich musste dann immer versuchen, für diesen Abend dann wieder diesen Platz zu erhalten, beziehungsweise mich an einem Platz permanent ohne Geld zu versorgen. Ja. Weil für einen Tag, dass die Leute hilfreich sind, das ist kein Problem. Aber jetzt bist du plötzlich festgesetzt. Ja. Und dann musst du natürlich deutlich mehr ausholen und sagen, pass auf, das ist das und das Projekt, der liegt gerade im Krankenhaus, ich bin hier voll am Eimer. Natürlich hat man dann Freundschaften aufgebaut wieder, ja, wie eh und je. Aber es ist deutlich schwieriger. Ja, ja, schon. Es ist schwieriger dann in dem Augenblick auch. Und ich fand auch, also die beste Medizin war weitergehen. Ja. Einfach gehen. Warte mal ein bisschen darüber. Und sich wieder entspannen. Mhm. Und das ist ja auch, also ich weiß zum Beispiel, das war in Nordmazedonien, damals hieß es noch Mazedonien. Ja. Da hatte ich ja auch so, wo es mir auch ein paar Tage so richtig schlecht ging. Ja. Und dann haben wir ja versucht irgendwie einzukehren oder so und man hat sich ja morgens kaum aus dem Bett wälzen können oder von der Isomatte runter vom Zelt. Aber dann, wenn man eine Zeit lang gewandert ist, da hatte man immer das Gefühl, die Beine sacken jetzt weg und man bricht zusammen. Ja. Aber dieses Unterwegssein, dieses Wandern hat ja auch den Kreislauf wieder in Schwung gebracht. Ja, es entgiftet. Es fängt an, genau, dass du wieder, dein Körper pumpt, dein Körper braucht Leistung. Bedeutet, er erinnert sich daran, er kann hier nicht nur abpimmeln. Ja. Ja. Und das ist erstmal gar nicht verkehrt. Ich weiß noch, wo du diese extreme Entzündung am Bein hattest, meinst du? Am Bein hattest, also diese Sehnenentzündung. Ja.
Und du konntest ja wirklich nur noch Tippelschrittchen gehen, so mit 1,5 km/h. Da haben wir natürlich für die Strecke das Reh hier auch schon spazieren gegangen. Ja. Das ist natürlich, also hat ja deutlich länger gedauert. Ja, ja, klar. Aber es war ja wichtig, um weiter, also um einfach weiter zu gehen auch, um eben zu sagen, das kann sich wieder regenerieren. Also wir gehen ja ganz oft davon aus, wenn ich mich hinlege und nichts tue, wird es besser. Ja, das stimmt. Das ist ja auch ganz häufig der Fall. Das haben wir auf der Reise selber so nicht kennengelernt. Nee. Also wir jetzt persönlich natürlich. Also es ist natürlich häufig wahrscheinlich auch gut, wenn man sich hinlegt. Ja, ich meine, man hat ja trotzdem beides gemacht. Man hat sich ja dann hingelegt, hat dann, also wenn man angekommen ist, hat man sich hingelegt, hat sich ausgeruht, hat sich entspannt, hat ja auch sehr, sehr lange dann geschlafen in der Zeit. Ja. Hat sich dann über den Schlaf ja auch nochmal regeneriert. Und dann aber in Kombination mit dem Spazierengehen, wir haben uns ja nicht gestresst, wir sind ja einfach langsam gewandert. Und es war ja eine Routine, also es war ja jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt besonders körperlich belastend oder irgendwas in der Richtung. Das war es ja gar nicht. Aber man muss schon sagen, es ist ja so, dass jetzt auch die Langzeitreisekrankenversicherungen ja immer teurer werden gerade. Ja, schon. Das ist ja, weil halt einfach alles gerade teurer wird. Und früher hast du halt für einen Lutscher einen Cent zahlt, jetzt zahlst du halt 50. Ja. Ist ja wurscht. Die Löhne kommen nicht mit. Also es wird ja abstrakt, auf jeden Fall. Und so ähnlich ist es aber eben auch mit der Langzeitreisekrankenversicherung. Mhm. Trotz alledem ist hier um so vieles günstiger. Das stimmt, als eine Versicherung in Deutschland. Als eine Versicherung in Deutschland. Das darf man ja auch nicht. Also auch wenn das jetzt gerade so ist, die normale Versicherung ist ja auch, oder Krankenversicherung, ist ja genauso gestiegen. Und wenn man das jetzt noch mal rechnet, bei mir damals war es, wo wir begonnen hatten, ein Achtel von den Kosten. Ja, das stimmt. Und das finde ich schon sehr, sehr beträchtlich, das einfach auch noch mal zu sehen, zu sagen, wenn du ein Internationalist bist und nicht länger als 6 Wochen in deinem eigenen Heimland bist, dann hast du geteilt durch 8 den Beitrag für die Krankenversicherung. Ja. Also das ist schon auch wirklich Wahnsinn. Ja. Heute merkt man jetzt nochmal mit Schnee, wie viel leiser das jetzt das wieder ist. War schon kurz davor, mir die Ohren zu halten, aber nee. Heute geht's. Ja. Heute geht's wieder. Sehr, sehr faszinierend. Insgesamt, apropos Ohren. Ah ja, stimmt. Ich hatte ja mal so einen Ohrenpfropf drinnen, weil ich ja mit Oropax schlafe meistens aufgrund des Tinnituses. Und dann hat sich da irgendwie diese braune Pampe im Ohr angesammelt und wollte nicht mehr rausgehen. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also da hat uns ein Arzt auch wieder einfach so geholfen, kostenlos. Wieder, also ganz, ganz klasse. Das ist eben dieses Ambivalente, finde ich. Wir haben ja mit der Medizin, was wir oft so ein Hühnchen rupfen. Ne, wo man sagen, also da gibt es gewisse Skandale über Medikamente, über verschiedene Verordnungen, Operationen, die einfach gemacht werden, obwohl man seit langem weiß, dass die keinen positiven Effekt haben. Keinen Nutzen haben. Also das ist halt einfach mal historischer Medizinjournalismus. Auf der anderen Seite ist es einfach so, oft gehen ja die Leute davon aus, dass der da in Weiß einfach ein böser Kerl ist oder eine böse Frau ist. Das haben wir nie kennengelernt. Nee, das stimmt. Das haben wir nie kennengelernt. Durch Fehlinformationen oder weil die Pharma zum Beispiel den Lehrplan geschrieben hat. Also wir hatten mal in einem Land einen Lehrplan in der Hand, der war zu 99,5% an sich von der Pharma ausgegeben. Ja, ja. Und ich meine, was will der Mensch dann? Ich fand das ja auch, das hat uns ja eine junge Ärztin mal erzählt, mit der die wir auch ein Stück auf dem Pilgerweg entlang gegangen sind, dass ja sogar die Unterrichtsmaterialien, die sie zu dem Zeit oder kurz vorher halt ja in der Uni bekommen hat, um zu lernen, dass die ja alle von der Pharmaindustrie ausgestellt wurden. Ne? Ja, ja.
Und ich finde, also vor allem in manchen Ländern war es halt einfach so, also die Beeinflussung des Lehrplans, die war einfach so exorbitant. Und klar, was du lernst, wendest du natürlich an. Es gibt dann noch die Leitlinien, also die verschriftlichen Richtlinien, woran sich Ärzte halten müssen. Ansonsten begehen sie an sich einen Gesetzesbruch, also nicht wirklich genau wie einen Gesetzesbruch. Aber wenn sie sich halt nicht halten da dran und es passiert was, dann werden sie zur Haftung gebeten. Genau, es ist halt. Und können natürlich auch kriminaltechnisch verfolgt werden. Ja. Das bedeutet, die Leitlinien sind ein bisschen wie die Bibel des Arztes. Genau. Man macht also, das halt. Ob das jetzt einen Sinn macht oder nicht. Das Problem ist ja, was ein Arzt dann hat, dass wenn er sagt, also er behandelt jemanden nach den Leitlinien und er wird gesund, ist natürlich alles super. Ja. Behandelt er jemanden mit einer Methode, die nicht in den Leitlinien steht oder da sogar abgeraten wird, ja, richtig, und der Mensch wird gesund, ist wahrscheinlich auch alles super. Wird er von einem anderen Arzt dafür angeschwärzt, dass er das macht, kann er sogar dann Probleme bekommen, auch wenn gar nichts passiert. Also da könnte er rein technisch in manchen Ländern die Approbation entzogen bekommen. Jetzt ist natürlich das Problem, gesetzt im Fall, es wirkt nicht. Also nimmt er eine Behandlung, die in den Leitlinien steht und es wirkt nicht und der Patient stirbt meinetwegen oder er wird sogar schlimmer krank oder wie auch immer, dann hat er sich ja abgesichert, weil er hat ja nach dem Lehrplan gehandelt und er kann ja nicht garantieren, dass immer alles funktioniert. Es kann ja auch sein, dass der Patient zum Beispiel einfach schlimmer krank war und so weiter. Richtig. Also, ihm war einfach nicht mehr zu helfen. Nutzt er eine Behandlung, die nicht in diesen Leitlinien war, macht er das auf eigenes Risiko. Das heißt, wenn jetzt der Patient stirbt oder schlimmer krank wird, dann ist der Arzt voll dafür verantwortlich. Ja, also er kann dann natürlich auch in gewissen Fällen straftechnisch belangt werden. Genau. Ja, also nicht nur, dass er seine Approbation verliert, sondern er kann auch straftechnisch wegen... ich glaube sogar unterlassener Hilfeleistung. Ne? Ja. Und dann auch, also wie heißt das, wenn man nicht wirklich vorsätzlich mordet, sondern fahrlässige Tötung. Ja. Dass das dann mit auf dem Anklagepunkt kommt. Jetzt gibt es natürlich diese, also in einigen Ländern, finde ich, auf der Welt, gibt es ja dann dieses stark influierte, also wo praktisch ein bisschen wie ein Influencer dran arbeitet, was unterrichtet wird. Ja. Dass es dann natürlich zu Problemen kommt. Ne? Genau. Und was auch, finde ich, ein Problem ist, als Weltreisende, ich muss auch noch mal dazu sagen, die Weltreisekrankenkassen, die es gibt, decken alternativmedizinische Behandlungen zu, ich würde sagen, 99% nicht ab. Ja, das ist richtig. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Ich finde, da muss man gar nicht so weit schauen, wie jetzt zum Beispiel physiotherapeutische Behandlungen. Ja, genau. Die haben wir ja hier jetzt auch wieder selber bezahlt, weil ja da nur, wenn du austherapiert bist und man dir halt einfach nicht helfen kann, dann darfst du Bahngymnastikübungen machen. Ja. Bei jemandem, der wirklich jetzt hier in Schweden deutlich weniger Ahnung hat als man selbst. Mhm. Und das fand ich schon heieieiei. Also ein sehr, sehr netter Mensch, auch wieder sehr bemüht, unverschämte Preise, sondersgleichen. Das kriegt man jetzt zum Beispiel alles mit, wenn man vorher gesetzlich versichert war, dann hat man ja einfach seine Krankenkarte hingegeben und damit war der Fall erledigt. Wenn du natürlich die Sachen immer vorschießt, kriegst du jetzt auch plötzlich die Preise mal mit. Ja, absolut. Und da muss man aber sagen, also für das wenige Wissen, was da ist, ist es wirklich eine Frechheit. Also da ist ja jeder Alternativtherapeut, der sich mit dem körpermuskulären und dem faszialen System beschäftigt, ja einfach mehr wert. Also trag dein Geld dann einfach dahin. Ja. Man hätte das schon, finde ich, jetzt auch nochmal mit der Krankenversicherung abklären können, dass auch sowas möglich gewesen wäre. Ne? Mhm. Dass man sagt, man hätte jetzt 9 physische, also vom Physiotherapeuten Behandlungen gekriegt. Aber man hat ja auch gesagt, das bringt ja eh nichts. Ja, genau. Also warum sollte ich da überhaupt hingehen? Ja. Also macht ja gar keinen Sinn.
Das finde ich natürlich, das ist schon hart. Aber zurückzukommen zu dem Arzt, wo wir waren, das war in Italien oder Spanien? Spanien. Spanien war das, ne? Und der ist dann sofort gekommen, wie ein Hausmütterchen, warmes Wasser gemacht, ausgespültes Ohr. Ganz einfach hat er gezeigt, wie das funktioniert. Ja. Und super lieber Kerl. Wir haben uns noch ganz lange über seine Goldfische unterhalten. Also war ein klasse Kerl. Mhm. Und vor allem hat er ja auch dann gezeigt, wie wir das selber machen können, dass wir, wenn das wieder vorkommt, was ja wieder vorgekommen ist, ja, dass wir es auch eigenständig behandeln können. Also welches medizinische Besteck braucht ihr? Was müsst ihr euch da besorgen? Und dann konnten wir das mit der Medizin. Das haben wir uns dann wirklich angeeignet, auch auf der Weltreise. Für die überwiegenden Blessuren, die bei uns vorkommen, sich immer das passende medizinische Besteck zu besorgen. Zum Beispiel, wie kann man Zahnstein entfernen? Ja. Dann das mit dem Ohrenschmalz war zum Beispiel was. Dann bei Schmerzen, welche Akupunkturnadeln muss man setzen? Mhm. Und so weiter und so fort. Also, und auch zum Beispiel jetzt gerade bei, wenn man jetzt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder so unterwegs ist, also den Körper ja auf eine gewisse Art und Weise Dauer beansprucht. Ja, Blasen, dann entsprechend Muskeln. Blasenbehandlung, Muskel, also Entspannungstechniken, Dehnungstechniken, um einfach so Verkrampfungen, Verhärtungen, solche Sachen. Oder zum Beispiel Fußreflexzonenmassage ja auch, wo du sagst, also jetzt wie zum Beispiel, man hat einen, Hallux Valgus oder so, ja, dass man solche Dinge eben auch wirklich selber einfach behandeln kann. Korrigiert, ja. Und das Spannende ist, dass so viel funktioniert, ja, wenn du einfach täglich dranbleibst. Ja. Wenn, auf einer Weltreise ist ja das Schöne, dass du Zeit hast. Mhm. Wenn dir etwas fehlt, kannst du dir Zeit nehmen, um dich wieder fit zu machen. Ja. Und das ist ja in der Stresswelt oder Stressgesellschaft ist das ja ein bisschen anders. Du musst ja, also die Zielsetzung der Genesungszentren ist ja nicht die Genesung an sich, sondern die Arbeitskraftwiederherstellung. Mhm. Und da finde ich, da merkt man trotzdem nochmal einen exorbitanten Unterschied, auch wenn wir das immer so in den Vordergrund stellen und sagen, ja, uns geht es ja darum, dass du wieder gesund bist. Aber würden wir dann diese Form der Medikamente vergeben, wenn unser Ziel die komplette Genesung ist, währenddessen wir wissen, dass das Entgiftungssystem des Körpers dann überbeansprucht wird? Das ist eine gute Frage. Das ist halt eine Frage, weil es würde ja durch einfache Übungen und viel Zeit und Zuwendung auch anders funktionieren. Ja. Das bedeutet aber in unserem Gesundheitswesen, egal wo das jetzt ist auf der Welt, ist es häufig so, dass wir halt für den Patienten nicht ausreichend Zeit haben. Ja. Und das fand ich, war auch immer sehr auffällig, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, die zum Beispiel gerade eine Kur hinter sich hatten. Ja. Die haben das ja auch immer wieder, und zwar überall in Europa, und das fand ich da auch gerade so spannend, mega, ja, berichtet, dass sie an sich das Gefühl hatten, wenn die Kur vorbei war, da hatten sie den Punkt erreicht, wenn sie jetzt weitermachen würden, ja, dann würde echte Genesung eintreten. Und jetzt so war es einfach nur, sie konnten dann wieder für eine gewisse Zeit in den Beruf zurückkehren, bis sie wieder auf dem Stand waren, den sie vorher hatten, und dann wieder zur Kur mussten. Also es war ja so ein Kreislauf, Teufelskreis, wo man dann rein. Also spannend war ja immer, wo sie gesagt haben, also jetzt fährt mein Körper runter. Mhm. Also jetzt merke ich, da passiert was. Ja, also es verändert sich was. Es war gerade ein Klang von einem Kolkraben. Ah, okay, ich habe mich gerade schon gefragt. Ja, das war ein Kolkraben. Ja, jetzt krächzt er auch noch dazu. Ja. Also das fand ich, das war ultra spannend. Dass du, also dass man das auch miterleben durfte. Natürlich, wenn du privat eingeladen wirst, dann erzählt dir natürlich auch jeder von seinen Geschichten. Ja. Ne, also was hat er erlebt mit der Medizin? Es gibt ja immer zwei so Hauptthemen. Und ein so ein Hauptthema ist natürlich das Leid der Menschen. Ja, das stimmt. Das ist ein Hauptthema. Ja, klar. Und dann gibt es natürlich noch Beziehungen. Ja. Mhm. Wer hat mit wem und warum und ja, weshalb? Warum läuft es gerade gut, warum läuft es gerade nicht gut? Meistens das Letzte. Ja, genau. Wenn es gut läuft, erzählen die Leute eigentlich nicht viel drüber. Nee, dann geht es um die Krankheiten. Dann geht es um die Krankheiten, ja. Das stimmt. Das ist schon ganz witzig.
Aber da finde ich auch, wenn man unterwegs ist, man muss halt, wenn man zu einem Arzt geht, ganz, ganz klar sein, was man will. Ja, ne? Das also stimmt. Ich will das und das. Und das Thema ist natürlich, dass du sagst, du bist dieser Sprache oft nicht mächtig. Mhm. So, jetzt gibt es erstmal viele Länder, wo die Ärzte dann oft auch der englischen Sprache nicht wirklich so mächtig sind. Ja. Das dürfte oder sollte an sich nicht sein, das mag schon sein, aber die Praxis zeigt das halt. Ja, in dem Fall wirklich die Praxis. Ja, die Praxis zeigt es, ja. Ja. Dass das halt und da ist halt auch eine große Gefahr drin, weil das ja dann nicht nur so ist, dass du, also dass der Arzt dich nicht so genau verstehen kann mit deinem Anliegen, sondern es ist ja auch das Problem, dass du nicht verstehst, was der Arzt sagt. Und wenn er dann sagt so, oh ja, das sehe ich, da ist ein blauer Fleck an ihrem Bein, ich denke, da werden wir kurz amputieren, dann denkst du einfach, ja, ja, der wird schon wissen, was er da macht. Ja, das ist. Und klar ist das jetzt übertrieben, aber diese Gefahr besteht ja, dass du einfach eine Behandlung bekommst, die der Arzt glaubt, dass du sie brauchst, weil er dich nicht verstanden hast, ja, und die du absegnest, weil du ihn nicht verstanden hast. Ich finde, da ist dieses Beispiel, da gab es mal einen Test, da hat einer etwas beschrieben, ne, auf einer anderen, also auf einer Sprache, die jeder andere gesprochen hatte, aber diese Sprache erlernt hatte. Ja. Und dann mussten die anderen das zeichnen, was er beschrieben hatte. Und das war natürlich dramatisch. Ja. Also es war ja so weit davon entfernt, was der Typ eigentlich sagen wollte, dass du sagst, gibt's das. Ne? Also es war wirklich halt ja, einfach, dass du sagst, es hatte nichts damit zu tun. Und jetzt überleg dir mal, du beschreibst gerade deine Symptomatik, er macht gerade die Anamnese, er versteht Pferd und du beschreibst Nilpferd. Ja. Ich fand ein ganz einfaches Beispiel, was wir jetzt gerade ja auch erlebt hatten, weil wir brauchen ja immer wieder neues Material auch für unseren Expeditionsmobilbau, an dem wir gerade sind. Und da haben wir ja bei einer Baufirma angerufen hier in der Umgebung und gefragt, ob die Konstruktionsholz haben, mit dem wir einen Türrahmen bauen können. Ja, ja, ja. Daraufhin haben wir das Angebot für ein Akustik-Wandpanel bekommen. Das war der Wahnsinn. Und ja, wo du ja auch sagst, und ich meine, das ist jetzt, du hast ein Bauvorhaben, also ja, im Prinzip einen Werkstoff, den du möchtest und der ja fast genormt ist international. Du lässt es wirklich alles mit der künstlichen Intelligenz in seine Heimatsprache übersetzen, die angeblich zu 99,6% unfehlbar ist. Ja. Und dann kommt das bei raus. Und dann kommt das bei raus. Und das finde ich, das ist so exemplarisch dafür, dass du sagst, also selbst wenn die richtigen Worte gewählt wurden, ja, und es perfekt übersetzt wurde, dass du sagst, okay, da ist nur ein bisschen fehlt der Slang. Mhm. Und allein dieses bisschen, da fehlt der Slang, führt dazu, dass du ja was komplett anderes erhältst. Was komplett anderes bekommst, also eine Akustikmatte. Ja, da ist es schon gut. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel einen zweisprachigen Local, also der gut Englisch spricht und die Landessprache, den dann mit in die Praxis mitzunehmen. Ja, ja. Oder ihr habt andere Reisende dabei, die die Sprache kennen. Oder ihr könnt irgendwie. Oder ihr sucht euch die lateinischen Begriffe aus. Ja, ja, das ist, ne, weil das ist ja auch eine internationale Geschichte, die verstehen sie am besten. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist ein Fungi und der und der, ne? Also ein Candida, ja, und lalala, und dann geht es ja leichter. Ne? Das stimmt, ja. Dann ist es ja trotzdem leichter. Aber das Thema ist ja immer, wenn du jetzt sagst, das ist wie Flüsterpost. Ja, ja. Der fragt dann wieder den anderen, du, der hat mir das und das gesagt, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ja. Und irgendwann entsteht da draus halt einfach ein Nilpferd. Irgendwas Komisches, genau. Wobei das schon wirklich, also es gibt ja dieses kleine Buch, das... Ohne Wörterbuch, meinst du? Ohne Wörter, ja, genau. Ohne Wörterbuch. Und da muss man sagen, in so ganz prekären Situationen, ja, da hat dir das wirklich gute Dienste, absolut, geleistet. Also wenn du sagst, du hast jetzt zum Beispiel Abbildungen von einem Körper und du musst nicht nachschlagen. Nee, dieses Abbildung, ja, richtig, aber ich finde allein von, du musst zu einem Krankenhaus und keiner versteht dich. Ja, ja, das stimmt, das auch. Wir sind ja einmal also ganz neu in ein Land gekommen und hatten nicht mal die Grundfloskeln drauf. Ja. Und da war es dann echt krass zu sagen, du nimmst dieses Buch, zeigst auf Tatütata, der Arzt ist da, dann fährt der Mensch dich einfach zum Arzt,
bleibt außen sitzen und fährt dich wieder zurück. Ein ja. Mega lieb einfach. Und ich finde auch, wenn du jetzt sagst, du hast dann eine Skizze oder so eine schematische Darstellung vom Körper und kannst sagen, da an der Stelle tut es mir weh oder das ist eine Niere meinetwegen. Ja, du zeigst einfach mit dem Bleistift drauf, genau an dem Ort, und dann hat er wenigstens eine Idee, wo es dir weh tut. Dann weiß er immer noch nicht, ist es Ziehen, ist es Drücken, ist es Klopfen, ist es Pulsieren und. Das, was für eine Anamnese wirklich wichtig wäre. Mhm. Wobei ein Arzt ja normalerweise auch von sich aus eine Diagnose treffen können sollte. Ja. Das finde ich, das fällt immer auf, wenn man in ganz abgefahrenen Ländern ist, wo man der Sprache halt wirklich überhaupt nicht mächtig ist und er aber keine andere Fremdsprache anbieten kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel 4 Sprachen anbieten, dann ist es ja so, dass da nichts zurück angeboten wurde. Ja. Und dann fand ich die Anamnese echt lustig, weil er wusste gar nichts. Ja, das stimmt. Also ab dem Zeitpunkt, wenn du es ihm nicht sagen kannst, war es ja vorbei. Also es war ja erst dann etwas möglich, wo du selbst eine Diagnose getroffen hattest. Das stimmt, ja. Also er konnte durch die Antlitzdiagnose, also durch dein Körperlesen, ja nichts feststellen. Ja. Das finde ich ja immer, also wir haben ja ein Grundlagenwerk der Antlitzdiagnose rausgebracht. Das ist schon einige Jahre her. Und deswegen sind wir da immer ein klein wenig überrascht, also wie wenig dann funktioniert, wenn der Mensch plötzlich nicht mehr reden kann. Ja. Stell dir mal vor, da kommt jetzt ein Taubstummer rein. Jetzt ganz dumm gesprochen. Mhm. Und du sprichst halt einfach diese... Boah, fühlt sich das krass an. Uiuiui, ja. Vom Schnee. Wenn du jetzt so sagst, diese Gebärdensprache, die hast du halt jetzt einfach nicht drauf. Ja. Dann ist es ja das Gleiche. Dann musst du ja auch eine Anamnese stellen, währenddessen er das gar nicht weiß. Ja, oder jetzt nimm mal den Fall her, der Kerl ist einfach ohnmächtig. Mhm. Was ja auch häufig vorkommt, wenn man zum Arzt muss. Also, ne? Ja. Und kann gar nichts sagen. Ich finde insgesamt, wenn du so Unverträglichkeiten hast oder Ähnliches, dann gibt es ja diese internationalen Coins, die man sich so als Halskette umhängen kann. Mhm. Und wo dann diese Medikamentenunverträglichkeiten oder ähnliche Dinge einfach draufstehen. Oder es gibt auch so diese Armbänder. Ja, das stimmt. So was kommt ja auch noch hinzu. Du musst ja nicht nur beschreiben, was du gerade in dem Moment hast, sondern wenn du jetzt bestimmte Sachen zum Beispiel auch nicht verträgst, musst du das ja auch mitteilen können. Ne? Oder halt auch einnimmst, weil du jetzt zum Beispiel Diabetiker bist oder Ähnliches dann. Mhm. Also dass du sagst, also ich befinde mich unter einer permanenten Dauermedikamentation. Ja. Also der muss ja wissen, was du einnimmst, bevor der dich überhaupt analgesieren kann. Ja. Also der kann dich ja gar nicht wegschießen, wenn der Arzt ja nicht einmal weiß, was du schon alles intus hast. Mhm. Ja? Das ist natürlich bei Drogen sehr ähnlich, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Ja, ja, schon. Also du musst halt erstmal wissen, um was es geht. Ja. Aha, der Specht, der klopft da vorne auch schon und versucht, ein Weibchen aufzutreiben. Ja. Ist hier irgendjemand? Ich hätte da was im Angebot. Es sieht zwar nicht so aus, aber es wird langsam Frühling. Ja, genau. Es da wäre es mal Zeit. Wir müssen uns nämlich ein bisschen beeilen, weil wenn wir zu spät starten, dann ist schon wieder Winter, bevor wir ausgebrütet haben. Ja, genau. Bevor wir das erste Ei überhaupt irgendwo hingesetzt haben. Nee, also das finde ich schon... Ich finde, das wird auch irgendwo immer so ein bisschen arg unter den Tisch gekehrt, dieses ganze Thema. Ja, schon. Dass man sagt, ja, auf der Weltreise, da passiert dir ja nichts. Aber das ist klar, je länger du unterwegs bist, desto höher ist ja auch das Risiko, dass du irgendwas hast. Ja. Das ist ja ganz natürlich. Das ist ganz normal. Ich meine, wenn du jetzt sagst, du bist 3 Jahre oder du bist 1 Jahr, nimmst du willkürlich aus deinem Leben im Berufsalltag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Zeit krank wirst, gegeben, aber noch überschaubar. Wenn du jetzt sagst, 10 Jahre ganz normal zu Hause im Berufsalltag leben, dass da drin irgendwann mal ein Arztbesuch ansteht, ist ja fast klar. Absolut. Und wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eine 10-jährige Weltreise, warum sollte das da anders aussehen? Ne? Ja. Naja, weil du dich wohler fühlst. Ne? Ja, schon. Also es ist deutlich weniger. Was man ja feststellen kann, ist ja, dass es deutlich weniger ist. Was man zum Beispiel ja auch ganz einfach schon anhand der Krankenkassenbeiträge merkt. Ja. Wenn du jetzt sagst, warum verlangt denn die gleiche Versicherungsgesellschaft für eine Auslandsdauer-Reisekrankenversicherung deutlich weniger
als für eine normale. Ja, auch nur währenddessen er ja ein Äquivalenzversicherer ist. Ja. Also währenddessen er ja die Risikostruktur bewertet. Genau. Also er bewertet die auf ein Achtel. Ja. Das bedeutet, sobald du dich in einem angenehmen Gefühl in deinem Leben befindest, hast du ein Achtel weniger Krankheitsrisiko. Ja, genau. Also insgesamt hast du nur noch ein Achtel des Krankheitsrisikos von dem, was du in der Stressgesellschaft hast. Ja. Und das finde ich, das ist schon halt mörderauffällig. Absolut, ja. Ja. Also da muss man schon sagen, so holla. Vor allem, und das muss man ja auch nochmal bedenken, Krankheiten, die halt wirklich ins Geld gehen. Ne? Also wo du sagst, du brauchst eine Dauerbehandlung und so weiter, starke Operationen. Alles so in dem Bereich. Man muss natürlich auch sagen, Weltreisende lassen sich nicht so schnell medikamentieren. Ja, das stimmt. Ja, also die haben ja dann meistens ihre ganzen Dinge schon bei sich. Ja, man hat ja seine Reiseapotheke irgendwann mit. Und das finde ich auch noch ein wichtiger Punkt, das sollte man ja auch dabei haben, dass du sagst, also wirklich so die einfachen Dinge, Magenverstimmung, Erkältung, Muskelschmerzen, Verspannung, Verstauchung, kleine Wunden. Das muss man alles eigentlich ja selber versorgen können. Ja, finde ich auch. Also das sollte immer. Und da hat ja jeder wahrscheinlich von zu Hause auch so bestimmte Hausmittel, wo er sagt, denen vertraue ich einfach. Also das jetzt gerade für Magen-Darm-Geschichten oder für... Das kriegt man ja mit der Zeit mit. Ja. Also da hat ja jeder so sein Geheimrezept. Genau. Da kocht ja jeder eine eigene Suppe. Da wollen wir auch überhaupt keine Empfehlungen geben, weil das muss jeder mit seinem Körper selbst ausmachen. Das finde ich, das ist so ein ganz, ganz spannendes Thema einfach. Also ich hatte mal da so eine Art wie Kohletabletten. Und also ich war da in einem sehr, sehr krassen Dschungelgebiet unterwegs. Und da muss ich sagen, wenn du das genommen hast, 2 Stunden. War es wieder gut. Und dann war es wieder gut. Ja. Und das hat aber halt nur für dieses Land. Ja, genau. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass jeder für sich so seine eigenen Erfahrungen schnürt. Man kann natürlich nach Erfahrungen fragen. Ja. Aber und ich finde, wenn man diesen Gesundheitsaspekt jetzt auch nochmal nicht nur von der Krankheit her beleuchtet, sondern von der Fähigkeit des Genesens. Das stimmt. Also wir haben ja auf dem Weg selber die Menschen gesehen und kennengelernt, die lange unterwegs waren. Und man muss ja sagen, wenn man die immer vom, gar nicht so sehr von der Gesundheit, da kannst du ja immer nicht ganz reinschauen. Ne? Ja. Da müsste man ja fast. Ja, zum Teil finde ich, geht es schon auch, weil wir haben ja zum Beispiel Leute auch getroffen, die chronische Krankheiten hatten, permanente Schmerzen oder auch sowas wie Diabetika oder. Ja, das stimmt. Und die dann lange Zeit unterwegs waren und wirklich gesagt haben: Das Zeug ist weg. Das Zeug ist weg. Ich weiß nicht warum, aber es ist weg. Oder ist es halt viel besser, weil ich bin jetzt mit meinem Rheuma in der Türkei. Ja, genau. Und ja, da ist es halt einfach warm. Ja. Das ist ja, also da gibt es ja so viele unterschiedliche Punkte zu beziffern auch. Ja. Aber man hat halt immer gesehen, wenn die das Alter gesagt hatten, also sie sind 40, 50 oder weiß der Geier, dann war es ja immer so, dass man gesagt hat, echt? Ja. Du siehst viel jünger aus. Und das passiert ja halt in der Stressgesellschaft halt echt selten. Ja, wir haben auch viele Leute getroffen, die uns zum Beispiel aufgenommen haben, mit denen man dann zusammen Abend gegessen hat, wo man gesagt hat, ja, hören wir uns mal den Rat der älteren Generation an, dann waren die 2-3 Jahre jünger als wir. Ne? Ja, ja, ja. Oh, du, da ist man oft erschrocken. Du. Mhm. Halleluja. Da hättest du dich, da wenn es geschätzt hättest, mein Gott, hättest du dich in die Nesseln reingesetzt. Ui, ja, zum Glück haben die nicht gefragt. Ja. Wir hatten es einmal bei einer Frau, die hatte den kompletten Schwangerschaftsbauch in meinen Augen. Und ich habe mal gedacht, ach, Menschen reden einfach gerne über die Schwangerschaft. Fragst du sie halt, ja. Mhm. War nicht schwanger. War nicht schwanger. Ganz toll. Da ist es dann immer gut, dass man relativ zeitnah dann wieder weitergehen darf. Dass man gleich wieder abreißt. Und wieder woanders ist. Nee, aber insgesamt muss man schon sagen, jetzt selbst, wir haben die Ärzte als unglaublich nette Menschen erlebt. Nicht als die kompetentesten. Nee, das stimmt. Das ist jetzt leider nicht. Also der eine hat leider bei mir in einen Nerv hineingespritzt, ein Analgetikum. Das hat dazu geführt, dass ich so 3,5 Jahre
immense Probleme hatte. Ein Bein hattest, ja. Und also, wenn man das jetzt von allem zusammenfasst, dann... Also, es kommt halt keine gute Tendenz raus, leider. Es ist so, dass also unser Eindruck jetzt natürlich ganz persönlich war, dass die Ärzte, die wir unterwegs getroffen haben, überwiegend hilfsbereit waren, aber leider nur selten wirklich hilfreich. Ja, ja. Also Dinge, die man hatte selber, also dass du jetzt sagst, die Lösung kam durch den Arzt, also wirklich durch den Arzt bei uns jetzt auf diesen 9 Jahren, oder knapp, also es werden ja erst 9 Jahre, würde ich sagen, wenn es ganz, ganz gut läuft, 30% Lösungen, 70% keine Lösung. Ja. Klar hatten wir spezielle Themen, logisch, ganz klar, aber holla, holla. Man muss trotzdem sagen, also ich fand es ja toll, also gehen wir mal nochmal das, was wirklich super war. Also Ohrschmalzentfernung zeigen, wie das funktioniert. Ja. Dann die Frau, die gesagt hat, die Zahnärztin, die kleine Karies, die verheilt einfach von sich selbst, was dann ja auch passiert ist. Ja. Und sie hat halt gesagt, du musst das und das zu dir nehmen und du musst das und das weglassen. Das fand ich, das war ganz toll. Das hätten wir jetzt in Deutschland niemals erlebt, würde ich sagen. Und da bin ich an sich sehr froh drüber. Ja. Dann hatten wir deine Wunde, die versorgt wurde, paar Mal. Das finde ich, das war ganz, ganz toll. Ja. Dann die Krankenhausaufenthalte, die waren eigentlich immer desaströs. Ja, wobei in meinem Fall war es jetzt trotzdem insgesamt, also man hat viele Sachen, mit denen man unzufrieden war. Aber es war eine nötige Geschichte. Und also es war lebensrettend erstmal. Genau, und hat insgesamt ja auch gut funktioniert. Ja. Also das, ich finde jetzt deine Geschichte zum Beispiel ich sehr ambivalent, weil auf der einen Seite wurde ja mehr Risiko eingegangen, als eigentlich hätte sein müssen. Mhm. Das war ja das Erste. Und das Zweite war ja, dass bei dem ersten Mal, wo wir dort waren, eine vollkommen verkehrte Anamnese getroffen wurde. So, und das ist jetzt, also der eine hätte dich an sich verrecken lassen, dann waren wir aber hartnäckig und haben gesagt gehabt, okay, dann gehen wir einfach zum nächsten, ein Krankenhaus weiter, waren noch 3 Tage unterwegs, sind da reingegangen und dann wurde sofort eine Not-OP gemacht. So, jetzt hast du 50-50. Ja, ja, genau. Ja? Also der eine hätte dich halt hops gehen lassen und der andere, der hat halt das einfach gesehen, was jetzt an sich nicht übersehbar war. Aber okay, also das war halt einfach mal so. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also dieses Schmerzsyndrom, das ich jetzt habe oder hatte, da war es ja so, da gab es ja gar nichts, außer Schmerzmedikamente, aber das ist ja keine Lösung, sondern das ist ja nur ein Verdrängen. Und vor allem fand ich damals auch recht erschreckend, dass er ja wirklich auch offen zugegeben nur ein Try-and-Error-Verfahren versucht hat. Also er hat ja nicht versucht herauszufinden, was dir fehlt, sondern hat gesagt, wir spritzen mal das rein, wir geben mal die Tablette, wir machen mal da was, so lange, bis irgendwas davon anschlägt. Und in dem Fall war es ja, dass es angeschlagen hat, aber leider komplett nur negativ. Also hat ja die Sache nicht behoben, sondern nur verschlimmert. Ne? Ja, ja, richtig. Also das war natürlich schon eine ordentliche Nummer. Das war Spanien, glaube ich. Das war Spanien, ja. Dann jetzt hier in Schweden fand ich auch nochmal, also hier spricht man ja von einem sehr hochentwickelten medizinischen System. Das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Nee. Das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. So nicht, also als persönliche Erfahrung, also das ist jetzt wirklich alles nur persönlich. So wenig Wissen über das muskuläre System eines Körpers, wie jetzt hier, habe ich, glaube ich, auf der ganzen Weltreise von Ärzten nicht erfahren. Nicht persönlich. Wir haben einige Geschichten erzählt bekommen, die waren erschreckend, auch tatsächlich sogar aus Deutschland. Ja, also ich weiß noch das eine Mal, wo ein Chirurg gefragt wurde, wie wirkt sich denn das auf den und den Muskel aus, und der kannte diesen Muskel nicht mal. Also das sind schon Sachen, wo man sagt... Sternum... Genau. Der Muskel, der am Sternum... Wir kennen ja diese lateinischen Begriffe alle nicht. Aber auf jeden Fall kannte ich den nicht. Im Prinzip war es ging um das Brustbein, wo die Operation stattfinden sollte. Und der Muskel auf Lateinisch heißt so etwas wie
Brustbeinmuskel. Ja, Sternomasklo. Ja, ich kann es ja da aussprechen. Das sind immer diese Zungenbrecher. Ja, und er hatte davon noch nie gehört. Oder er konnte sich zumindest, weil er hatte das wahrscheinlich sicher schon im Studium mal gehabt, aber er konnte sich zumindest nicht mehr dran erinnern. Ja. Und da muss man schon sagen, also klar, das sind jetzt Erzählungen, das ist Hörensagen, also das können wir nicht persönlich bestätigen, aber das waren schon Geschichten, die uns ziemlich schockiert haben. Ja, also insgesamt haben uns halt gewisse Dinge echt schockiert. Ja. Also durch das, dass die Leute uns halt so die, natürlich haben wir jetzt überwiegend, ich meine, es ist jetzt was anderes, wenn wir jetzt über medizinjournalistische Tätigkeiten sprechen, da ist es so, dass man mit den verschiedenen Universitäten zusammenarbeitet und da eben versucht, durch Sammelstatistiken herauszufinden, wohin gehen die Tendenzen, was passiert da gerade in der Medizin. Aber diese Eigen-Mini-Studie, was man da macht, bei den Leuten, wie unzufrieden die Leute mit der Medizin sind, wenn man jetzt da 9 Jahre unterwegs ist, holla, holla, du, das ist der Wahnsinn. Das, und aber, dass sie trotz alledem, oder sehr viele, finde ich, immer wieder mal dann an irgendjemanden kommen, Gott weiß wie, und er hat dann irgendeinen Rat. Ja, das stimmt. Irgendeinen Rat. Wir hatten zum Beispiel, und da muss man auch nochmal sagen, wir haben ja ein anderes Gespräch schon mal über das Thema Urvertrauen und Spiritualität auf Weltreise gemacht, und da ging es ja darum, auch irgendwo so mit der Reise immer mehr so diese Fügung auch zuzulassen. Ja. Und da, finde ich, hatten wir im Bereich Heilung oder Gesundheit eine ganz lustige Situation. Da hattest du ja auch so ganz arge Probleme, ich glaube, mit dem Rücken damals oder auch mit der Hüfte. Das kann sogar das mit dem Bein auch irgendwie in Verbindung sein. Das war immer noch mit dem Bein, wo mich der da totgestürzt gehabt hat. Und dann hatten wir uns verabredet vorher, weil wir gesagt haben, wir müssen da was machen. Und haben dann mit einem Physiotherapeuten die Adresse rausgesucht, hatten da angerufen und gesagt, ja, wir können uns das mal anschauen, schauen Sie vorbei. Jetzt waren wir in dem Ort und haben diesen Physiotherapeuten nicht gefunden. Sind in ein komplett fremdes Haus gekommen. Genau, und haben dann unter der Adresse, die wir uns notiert hatten, warum auch immer, dort geklingelt. Es stand nichts von Physiotherapie dran. Nee. Und da war auch kein Physiotherapie. Ja, aber es war halt die Nummer. Ja, es war irgendwie die Nummer. Anscheinend gab es wohl die Straße 2-mal in dem Dorf oder irgendwie sowas. Das hatten wir auch in Frankreich ein paar Mal. Ja. Dann machte eine Frau auf und schaut uns recht verwirrt an, was wir denn da wollen. Und in der Annahme, wir wären bei einem Physiotherapeuten, hat Heiko gleich erstmal so erzählt, so nach dem Motto, ja, wir kommen wegen dem und dem Problem. Und dann sagt sie, oh, das ist interessant. Heilung biete ich eigentlich seit 10 Jahren nicht mehr an. Woher wusstet ihr denn, dass ich hier bin? Und dass ich es mir zurzeit wieder überlege, vielleicht wieder anzufangen, weil ich diesen Schicksalsschlag mit meiner Tochter am Überwinden bin. Ja. Und da waren wir der Bote, dass sie wieder diese Kunst aufgenommen hat. Ja. Und das war sehr faszinierend. Das war faszinierend. Danach wurde es auch besser. Danach wurde es besser, ja. Das war, also, das hat dir ja unheimlich geholfen. Ja. Und sie hat uns dann ja später nochmal geschrieben und hat gesagt, das war jetzt wirklich nochmal der Impuls, den ich gebraucht habe, um zu sagen, ja, ich fange wieder neu an. Ich will wieder beginnen, ja. Aber das war schon echt auch sehr, sehr faszinierend. Also oft muss man sich einfach auch treiben lassen, wenn du sagst, das gilt wahrscheinlich auch für zu Hause, wenn der dir nicht sympathisch ist, wenn du kein gutes Gefühl hast, dann ist es wahrscheinlich nicht der Richtige für dich gerade. Also wir haben ja, das Thema ist ja, dass es immer zu wenig Plätze gibt. Mhm. Ich finde es momentan in 1-2 Ländern in Europa ist es ja so, dass man auf dem Psychiatrieplatz momentan 8 Monate wartet. Ja. Wenn man suizidal gefährdet ist. Ja. Stell dir mal vor, das wäre jetzt beim Beinbruch. Ja, dann würden ja die Leute auch was dagegen sagen. Absolut, ja. Ja, also wie wenig diese Psyche an sich gewertschätzt wird im medizinischen Rahmen, ist ja eigentlich beträchtlich, was ja so unser Hauptsteckenpferd ist, also die Psyche des Menschen. Mhm. Und also das fand ich jetzt schon, also vor allem in der Zeit von Corona, fand ich das sehr, sehr erschreckend, wie arg sich das an sich auch niedergeschlagen bzw. ausgewirkt hat, auch das ganze System.
Und eine Sache finde ich da aber auch noch, also gerade so mit diesem Zeitdruck. Ja. Es gibt ja einfach Verletzungen, da ist es so, dass es wichtig ist, dass es sofort behandelt wird. Also eine offene Blutung und so weiter. Aber die meisten anderen Sachen, die man haben kann, sind ja so, dass es nicht auf die Millisekunde ankommt. Und wenn ihr bei einem Arzt seid und der drängt da drauf, ja, das muss auf jeden Fall jetzt sofort gemacht werden, dann müssen wir diese Operation machen oder wir müssen sofort diese Medikamente einnehmen. Und ihr habt da ein schlechtes Gefühl dazu und ihr würdet gerne einen anderen Arzt zum Beispiel noch mal fragen, als zweite Meinung. Und der sagt, nein, das geht nicht, dann machen sie nur alles noch schlimmer und so. Lasst euch da nichts einreden, weil das ist eine, ja, ich würde schon fast sagen, Verkaufsmasche, die uns immer mal wieder begegnet ist auch und von denen auch viele Leute erzählt haben. Also die Masche ist uns sehr häufig begegnet. Genau. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja einfach auch Länder, Halleluja, ja. Da ist ja das... Ich fand gerade jetzt zum Beispiel mit Karies. Ja. Oh, nee, das müssen wir sofort, müssen wir da bohren, weil sonst werden sie solche Schmerzen bekommen, das halten sie nicht aus. Also entweder wir sind ja jetzt zu keinem Zahnarzt mehr gegangen, wo wir nicht gesagt haben, wir haben kein Geld wegen diesem Projekt. Ja. Sie werden an dieser Behandlung nichts verdienen, sondern nur, wenn Sie Lust darauf haben, mit an diesem Projekt zu partizipieren, dann würden wir auch zu Ihnen kommen. Ja. Und das Spannende war, dass du plötzlich komplett andere Aussagen gekriegt hast. Ganz andere Aussagen bekommen hast, ja. Also, was kannst du machen, dass es wieder genießt und so weiter und so fort. Also, da war ein komplett anderes Vorgehen. Und das, finde ich, das macht uns so skeptisch. Das macht einen skeptisch. Ja, jetzt waren wir ja gerade beim Geld stehen geblieben. Mhm. Weil, also wie Ärzte Anamnesen treffen, wenn sie plötzlich keine Aussicht auf Geld haben. Und das war ja wirklich spannend. Halleluja, ist da klar. Oh ja. Um wie viel die anders ausgefallen sind. Mhm. Ja, also die waren ja komplett anders. Und das finde ich, das bringt einen dann zum Nachdenken. Auf jeden Fall, ja. Also es wird ja was anderes verschrieben und. Also das war ja abstrakt. Ja. Also lag das dann daran, dass man gesagt hat, okay, das taucht jetzt nicht in meiner Statistik auf. Deswegen kann ich jetzt das, wo ich selber drin vertraue, das geben? Oder woran lag das? Ja. Weil die Frage, die besteht ja. Das auf jeden Fall, ja. Und wir waren ja mit dem waren wir ja deutlich zufriedener. Absolut, ja. Also da würde ich ja sagen, da lagen wir ungefähr bei 80%. Ja. Trefferquote von, es wurde besser. Ja. Das darf man ja nicht, das darf man ja nicht verpassen, finde ich. Also das war ja schon etwas, das was ja ein signifikanter Unterschied auch war. Und von daher gesehen, ja, wie will man da jetzt eine Zusammenfassung finden? Ne? Das ist schwierig. Also ohne Krankenversicherung sich auf den Weg zu machen, das finde ich ist ein No-Go. Das funktioniert halt, ja, funktioniert schon. Aber es kann natürlich schon schwerwiegende Dinge geben, ne? Ja. Da wo du dann einfach sagst, da lassen sie dich halt liegen. Wir haben ja mal ein paar Leute getroffen, oder nicht getroffen, aber wo wir mit den Botschaftern gesprochen hatten immer, die dann gesagt haben, sie haben noch Termine mit Leuten, die ihre Krankenversicherungsrechnungen nicht zahlen können und dann eben abgeschoben werden mit diesen Schuldscheinen oder wie man das dann auch immer nennt. Und da dann nachgegangen wird. Also ihr werdet das dann nicht einfach los, weil er sagt, so, jetzt fahre ich wieder in mein Land. Die Schulden bleiben in dem Land. Ja. Nee, also so funktioniert der ganze Lachs. Und da müsst ihr euch auch absichern. Wir haben das ja, wie gesagt, ein paar Mal gemacht, dass wir eben auch bewusst ohne die Versicherung zu dem Arzt gegangen sind oder sie nicht genutzt haben. Ja. Da müsst ihr euch aber vorher komplett absichern, dass der Arzt auch wirklich keine Rechnung stellt und dass es auch für den okay ist. Ja. Weil so dieses, gerade Krankenhäuser, die haben das dann ganz gerne, dass es so schwammig ist. Oh. Ja, wir behandeln sie erstmal. Ja, also ich muss ja sagen, hier in Schweden, wenn die Rechnungen eintrudeln für die Krankenversicherung, das ist ja abartig. Mhm. Also da gab es eine Situation, da wollte ich eine Behandlung, die er mir angeboten hatte, nicht haben. Mhm. Und dann konnten wir diesen Termin
nicht gegen einen anderen Termin eintauschen, sondern angeblich musste ich dahin. Dann hat man 425 Euro dafür bezahlt, dass er mir nicht einmal die Hand gegeben hat. Ja. Er hat sich keine 30 Sekunden mit mir unterhalten und hat mir aber auch keine Überweisung an den richtigen Arzt ausgestellt. Mhm. Also eine höhere Frechheit hatte ich bis dato noch nicht erlebt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du fährst über 120 Kilometer zu diesem Termin, stehst um 5 Uhr morgens auf, hast Schmerzen wie ein Schwein. Dann schaut dich der Typ mit dem Arsch nicht an, weil er von dir kein Geld abzocken kann. Dann gibt er dann nicht einmal die Überweisung, was er versprochen hatte am Telefon für den richtigen und haut dann wieder ab. Und das ist der Karlauer als letztes. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, macht eure eigenen Erfahrungen. Es wird bestimmt lustig auf dieser Welt. Und schreibt ihr einfach unten in die Kommentare, was war das Lustigste, was ihr erlebt habt. Falls ihr noch mehr Bock von Geschichten von unserer Weltreise habt, das Buch Lieber zu Fuß um die Welt als mit dem Mercedes zur Arbeit gibt es im Handel unter Heiko Gärtner und Franz Bujo. Da könnt ihr mal schauen. Falls ihr ein Lebensabenteurer werden wollt, da gibt es das Buch. Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Richtig, sehr schön. Wir kennen sogar ab und zu, wir haben so viele Bücher, wir wissen ja nicht mal mehr alle. Ne? Also ist ja egal, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen, schönen Tag. Irgendwie fängt es an, dass der Schnee hier runterfällt. Es sieht für euch vielleicht so aus, als würde es schneien, das stimmt nicht. Der Schnee fällt von dem Baum direkt auf unseren Kopf. Weil es taut und super warm ist. In diesem Sinne, ciao! Ciao!